hoch. Oh mein Gott. Boah. Nicht anfassen. Das ist echt riesig. Seht ihr das? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video von uns. Wir testen heute dieses Boot hier im Buster und wir gehen jetzt gerade schon zu einem kleinen, wie nennt man das, Teich? Nee, Brunnen eher. Nicht wundern, dass das hier so laut ist, hoffentlich versteht ihr mich. Aber hier ist eine Baustelle und da wird gerade gebaut und deswegen ist hier so laut. Also wir werden jetzt zu diesem Brunnen hochgehen und dieses Boot, okay, es ist Sonne, testen. Und mal schauen, ob das überhaupt in Wasser fährt. Wir sind jetzt hier bei diesem Brunnen. Ja, es schaut ein bisschen eklig aus, aber naja, egal. Also eklig wird es schon nicht. Wir haben jetzt gerade im Kessel schon ein paar Blätter raus. Aber wir wussten gerade nicht, wo wir das Boot sonst fahren lassen sollten, weil wir wollten jetzt nicht extra eine Badewanne oder so einlassen. Deswegen haben wir gedacht, wir gehen jetzt zu diesem hübschen kleinen Brunnen. Ja, so sieht er aus. Klein, aber fein. Und ja, diese Baustelle regt auf. Hoffentlich könnt ihr mich verstehen. Ja, also. Hier ist eine Baustelle. Also hier kann es mal laut sein. Hier sind überall Baustellen. Jetzt, was machst du mit diesem Kescher? Also, okay. Auf jeden Fall lassen wir jetzt dieses Boot hier fahren. Hier haben wir die zwei Personen reingesetzt. Und auf der anderen Seite sitzen wir. Yay. Und das lassen wir jetzt hier drin fahren. Genau. Also wie gesagt, man muss hier unten an den Motor drehen, sodass es retten. Warte, zeig's nochmal nicht ins Wasser. Und hier hinten kann man halt einstellen, ob es geradeaus oder ups, in die Richtung oder in die Richtung. Also wir wollen, dass es geradeaus fährt. Jetzt setzen wir es mal rein und mal schauen, was fährt. Okay. Es fährt rückwärts. Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht. Warte, hol es nochmal raus. Kurzes Update, irgendwas stimmt mit unserem Boot nicht. Es fährt rückwärts und nicht gerade. Nicht geradeaus. Nicht geradeaus, das ist irgendwie sehr komisch. Wir wissen nicht, was es ist, mir blendet die Sonne. Wir wissen nicht, was es ist. Wir schauen jetzt nochmal, ob wir irgendwas falsch montiert haben, aber eigentlich nicht. Aber seht ihr das? Es fährt rückwärts. Und wir wissen nicht wieso. Und Leni liegt da schon drin. Ja, ich glaube, der ist schon ganz schlecht vom lauter am Kreis fahren. Ja, also wir schauen jetzt nochmal, was es sein könnte und dann sehen wir uns gleich. Den Fehler gefunden und zwar, wir waren ein bisschen zu blöd und haben den Motor falsch romantiert gehabt. Also alle, die unser Auspackvideo angeschaut haben, es tut uns wirklich sehr leid. Wir dachten, der könnte andersrum, jetzt haben wir ihn anders romantiert, sodass das Rädchen hier vorne ist und der Motor hinten und jetzt fährt es endlich. Wir haben es ausprobiert. Das müssen wir machen, nochmal an. Okay, jetzt lassen wir das nochmal ins Wasser. Jetzt sollte es, yay! Ja. Geradeaus fahren. Was? Ist da ein Tier drin? Ja, das ist Mulch. Ah, okay, egal. Wir machen das jetzt einfach weiter. Das Pferd ist so ein bisschen hier so rum und aber es fährt. Oh. Es fährt zumindest im Wasser und das wollten wir eigentlich testen, ob es im Wasser fährt. So ist mal wieder. Ich habe Angst. Wir filmen nämlich gerade beim Handy und ich habe Angst, dass das Handy jetzt hier reinfällt. Aber hoffentlich, weil ich. Bleib hier. Guck mal, eine Kurve, dass es im Kreis fährt. Ja, warte. Okay, wir machen es jetzt, dass es im Kreis fährt. Ja, es fährt voll im Kreis. Ja, also wir haben den Dreh noch nicht so raus, aber ich glaube, das wird schon. Auf jeden Fall funktioniert der Motor und das fährt. Ja, juhu. Es fährt. Warte mal. Denn es fährt doch. Das ist ja blöd, weil es immer Anschluss und bräuchte da so eine Fernbedienung. Aber wir haben schon geschaut. Geht! Aber das gibt es leider nicht. Naja, jetzt dümpelt es hier so weiter rum. Okay, jetzt fährt es im Kreis. Juhu. Wir haben es hinbekommen. Das ist echt ein cooles Set. Also das werden wir bestimmt in Urlaub mitnehmen. Wir fahren nämlich bald nach Italien und da werden wir das bestimmt mitnehmen. Könnt ihr zu Stunden fahren, aber ich glaube, dann wird es unseren Playmobil-Menschen ganz schlecht. Ja, hoffentlich hat euch unser kleines Video gefallen. Wir wollten es jetzt einfach mal ausprobieren.
Und ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hinterlasst uns auch einen Kommentar. Darüber freuen wir uns auch wirklich. Und oh, diese Baustelle regt echt auf. Ja, und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Video. Am Freitag kommt es. Also schaltet unbedingt ein. Da geht nämlich, wir verraten es jetzt schon, da geht nämlich Leni zum Augenarzt. Also schaut da unbedingt rein. Weil vielleicht braucht sie eine Brille, wer weiß. Genau, und ja, hoffe ich hatte dir auch so viel Spaß und war, also, okay, der ist echt ekelhaft, dieser See. Wir putzen das Boot jetzt mal. Und ja, dann sehen wir uns bei unserem nächsten Video. Tschüss! Okay, Leute, nochmal kurz. Wir haben hier einen Frosch entdeckt. Oh, der ist aber süß. Wir sind gerade so richtig erschrocken. Auf einmal kommt da so ein Monsterfrosch hier hoch. Oh mein Gott. Oh, der ist echt riesig. Seht ihr das? Und das Boot hängt hier gerade. Egal. Auf jeden Fall ist der da gerade, jetzt kommt ein Flugzeug. Mann! Auf einmal ist der da so hochgesprungen und ja. Der wollte auch zu euch Tschüss sagen und oh, das ist der kleine Fuß. Wir holen ihn jetzt mal kurz raus und wie gesagt, wir sehen uns mal im nächsten Video. Ciao!